Jetzt müssen wir eigentlich gleich den Reaktor erreichen. Hier. Und da ist jetzt eine Tür auf. Die war früher nicht auf. Und da vorstehen auch Soldaten. Ihr seid. Wir sind Team Sid. Team Sid greift an. Yeah. So, dann darfst du jetzt mal... Nein, darfst du nicht. Du darfst einen Schlag machen. Du darfst Zauber, Feuer 3. Und Vincent und Sid schlafen jetzt. Na, toll. Ganz toll ist das. Ganz toll. So, einmal weiter Wind. Schade nie. Ja, das war's ja schon. Ich hab's dich. Oh, tschüss. So, dann nehmen wir den gleich nochmal ein paar Ether. Nicht, dass hier gleich ein Bosskampf kommt. Ich denke, für den Augenblick sind wir sicher. Das klang nach einem Zug. Ja. Und dieser riesige Zug passt in diesen Reaktor. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich verarschen, oder? Was ist denn das für eine Logik? Sieht ganz so aus, als würden sie mit den großen Substanzen in diesen Zug verschwinden. Nein, ihr verdammten Hammerköpfe. Solange nicht sagt Akkuschrauberköpfe. Denen nach. Hey, weißt du, wer ich bin? Ich bin Sid, verdammt nochmal, verstehst du? Und jetzt lass mich einfach das machen hier. Was macht denn da? Nein, da ist doch jetzt nicht nochmal so ein langer Zug drin. Hey! Oh Gott, okay, es ist nur ein kurzer Zug. Das ist okay. Das könnt ihr noch nachvollziehen, aber dieser lange Zug, nee. Das ist unrealistisch bis zum geht nicht mehr. So, und nun? Wie können sie das nur steuern? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was? Keine Angst, ich kann mit sowas umgehen. Zwei Hebel, einer links, einer rechts. Okay. Ah, so. Man muss nur die beiden Hebel abwechselnd hoch und runter drücken, oder? Wenn man die Geschwindigkeit des Feindes einrichtet, würde ich sagen, es wird etwa 10 Minuten dauern. Wir werden fliegen. Haltet euch fest. Linke Hebel, Richtungsweise nach oben, okay. Okay. Und das andere ist die Dreieck-Taste. Das kriegen wir hin vielleicht, wenn ich mich ein bisschen besser anstelle. Müssen wir den Zug einholen. Ich hoffe, das schaffen wir innerhalb von 10 Minuten. Wir haben 10 Minuten Zeit. Ja, da kommt schon der Zug, das ist gut. Na, hol ihn ein. Okay, wir werden springen. Ja, dann spring mal. Spring! Gut. Ja, toll. Jetzt ist schon wieder ein Kampf. Ich hoffe, das ist nicht so schwer. Feindes können. Trine. Dann machst du Zauber. Nee, du greifst einfach nochmal an. Du machst den Schlag. Autsch. Das tut ganz schön weh. Der so fertig gemacht. So, und jetzt. Eines können weißer Wind. Angriff. Dann Zauber. Hast du den Heilzauber? Nein. Aber du hast Komet. Komet 2. Eines können. Nee.
erstmal nochmal einen Angriff. Da brauchen wir nicht. Und das. Und da ist auch schon tot. Sehr schön. Und dann gleich kurz Tränke und Dingens verteilen. Ether. Aber ganz schnell hier. Objekt. Tragen. Zack, zack. Und runter zur Ethers Coin. Ether. Zack. Nochmal zack, zack. Und zack, zack. Geht doch. Wir hätten noch ein paar Ether kaufen können. Aber das können wir später noch machen. Und jetzt ist hier tatsächlich jeden Waggon ein Kampf. Ihr wollt mich doch verarschen. Ach, auch noch zwei davon. Na, super. Aufruf. Was haben wir denn Schönes? Nichts Tolles. Okay. Dann mach mal Shiva. Du machst Aufruf. Ifrit. Du kannst gerade nichts aufrufen. Okay. Das ist auch noch stillgelegt. Gestillt. Ach, na super. So, jetzt Ifrit. Essenszeit und so, ne? Wir kennen das ja. Gib alles! 900 nur? So ein bisschen schwach, ne? Nur ein bisschen. Objekt. Die tragen auf sich selbst. Dann. Aufruf, was hast du denn noch so schönes? Odin! Odin kannst du mal machen, ja. Ist nicht verkehrt. Dann einmal nochmal angreifen hier. Und dann. Hoffe ich, das macht ordentlich Schaden. Na los, Odin! Lauf! Das macht ihm nicht viel Schaden. Muss sie die doch jetzt richtig totgehauen haben, oder nicht? Tatsache. Dann machen wir das als nächstes mit Vincent als erstes. Vincent kommt auch als erstes. Mann, was ist das denn für einer? Hallo. Aufruf! Odin! Feindes können, weißer Wind. Machst Aufruf. Neobarmut. Macht ja auch immer ordentlich Schaden. Nächste Mal dazu kommt. Na los. Na los. Der hat auch ein komisches Geweih auf dem Kopf. Kursholz. Ja, nicht tothauen. Ah, fast drauf. So, dann hoffe ich, das trifft. Genau, mach mal deine Gigaflamme hier. Dieser Aufrufzauber, die dauern echt extrem lange. Das bei so einem Kampf auf Zeit ist das noch größerer Mist. Aber ich hoffe, dass das geht gerade so, dass wir es schaffen. Abwarten. Neobarmut macht ja ordentlich Schaden. Muss ihn eigentlich umhauen. Oder auch nicht. Und Schuss. Treffer. Macht jetzt ordentlich Schaden. Megasprung. Angriff. Macht auch gut Schaden. Bin überrascht. Ah, geht doch. Sehr schön. Einmal schnell Getränke verteilen. Aber ganz schnell.
Perfekt. Rang, zack. Und weiter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Scheint hier der letzte Ballon zu sein. Ich hoffe es. Ja, ja. Was bist denn du für ein Flattermann? Aufruf! Alexander erstmal, dann... Nein. Aufruf. Odin. Alles können. Weißer Wind. Ich hoffe, dass das, der mich jetzt nicht noch umhaut. Und dass es einigermaßen schnell geht. Nur 3 Minuten, oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Na gut, es sind noch 3,5 Minuten. Ah, puh, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich noch so viel Zeit. Ich glaube, Bahu soll ich mir da nicht beschwören. Oh, was macht denn das für einen schönen Schaden? Einmal Limit-Attacke. Ja, Odin, mach mal hin. Wir wissen, dass du aus dem dunklen Nebel kommst. Und aus dem Portal heraus und so. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Mach mal schneller. Echt nicht nett vom Odin? Nee, nee. Aber es macht wenigstens ein bisschen Schaden. Bisschen viel. So, Attacke. Und das haue ich ihn jetzt mal um. Oder auch nicht. So, jetzt aber Zauber Feuer 3. Mit. Dann hoffe ich. Dass wir ihn schnell umhauen können. Und dass es wirklich der letzte Waggon ist. Wieso hat die eine Zeitanzeige? War es dein Zug auf die Stadt drauf los oder was? Trina. Oh Gott sei Dank, er ist endlich tot. Er war auch viel ausgehalten, das muss man immer sagen. Jetzt hat Vincent schon wieder ein Level. Gefällt mir. Oh, noch ein Kampf. Was zum? Hey, ihr da! Okay, gib einfach die große Substanz raus. Boah. Was kann denn eine Boa dafür? Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht so viel entgegenzusetzen. Schnell, 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 schnell. Wir haben nur noch 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, wir sind aber kurz vorm Ende. Hoffe ich doch. Zauber. Nichts Tolles. Keines können. Beta. Na los. Knappe Minute noch. Ach Gott sei Dank, der hat wirklich nicht viel ausgehalten. So, jetzt ran da, ran da, ran! Nicht so viel Animation, ran da! Ja, irgendwas von wegen Nerven und nicht vergessen und bremsen, los Chef! Und ja, ich weiß schon, mach einfach hin! Aha, okay. Sind hier irgendwas von... Nein, 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 nein! Okay. Nach oben, nach unten. Aha. Oh oh. Nee, es wird schneller. Hey, es funktioniert nicht. Ja, ich weiß selbst. Es ist nicht die andere Richtung. Die andere Richtung? Moment. 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 Mach hin. Ich drücke hier einfach irgendwas Bild. Und es wird noch schneller. Hey, hey, hey. Oh oh, es wird knapp. Es wird sehr knapp. Oh, Gott sei Dank. Ich
ich konnte das jetzt auch gar nicht so schnell mehr alles lesen, außer dass er jetzt noch zum Schluss Scheiße gesagt hat, oder zumindest nicht ausgeschrieben. Oh, das war zu viel Spannung für mich. Schlüsselobjekt, große Substanz halten. Wenn die weitere große Substanz Holerei auch so eine Kappe ist, na super. Das wird ein richtiger Spaß, wird das. So, sagen mir jetzt hier die Dorfbewohner wenigstens Danke. Ich hoffe doch. Habt ihr nicht den Zug von den Shinra aufgehalten? Die Shinra wollten wieder unser Leben zerstören. Es mag voller Gerümpel sein, aber es ist die einzige Heimat, die wir haben, Barret. Na, natürlich. Wir wurden alle in den Kohlebergwerken geboren und aufgezogen. Egal wie schwierig es wird, unsere Herzen glühen feuerrot wie Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ist ja gut. Zur Hölle mit dem Meteor, diese Bergleute, oder nicht? Wir graben einen tiefen Tunnel und verstecken uns vor dem Meteor. Ja, ganz schlau. Als ob der Meteor nicht da durchdringen würde und den ganzen Planeten zerstören würde. Nein! Hey du, wie wär's mit einer kleinen Gabe für die Jungs, die gegen die Shinra kämpfen? Ja, komm doch, kleiner Junge. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Ich hab's aus dem Brunnen geholt. Ist das nicht ein klasse Stein? Substanz Ultima erhalten, aha. Das muss ein schrecklicher Schlag gewesen sein. Du hast Narben am ganzen Körper. Ich habe schon mit dem Kneipenwirt gesprochen. Heute könnt ihr kostenlos dort bleiben. Ja, yeah, aber nur heute. Und was ist das jetzt mit der Ultima-Substanz? Ist das jetzt auch wieder ein Aufruf? Oder ist das eine andere Substanz? Ich habe keine Ahnung. Gut. Was hast du noch zu sagen? Nein, ich möchte kein Zimmer. Ich habe gerade geschlafen. Aber okay. So. Substanz. Gucken wir mal, ob er bleibt. Vollzimmer. Ultima. Zauber Ultima, aha. Machen wir mal anstelle von. Machen wir mal anstelle von Blitz. Machen wir mal Ultima. Mal sehen, was das denn so bringt, so grundsätzlich. Das soll ja anscheinend ein Zauber sein oder sowas, aber was genau kann ich auch nicht sagen. So, bevor wir uns dann aufmachen, die nächsten Substanzen zu suchen, würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, eurem Mammut. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!